Wohl einer der bekanntesten und definitiv erfolgreichsten Filmemacher hierzulande bringt uns bald seinen neuen Film auf die deutschen Kinoleinwände. Und damit geht es hier jetzt um Bully Parade, der Film. Von 1997 bis 2002 lief die Bully Parade über die deutschen Mattscheiben. Und nun erwartet uns mit einigen der bekanntesten Figuren die Bully Parade, der Film. In mehreren Episoden unterteilt reisen wir durch die Zeit und das beispielsweise im wahrsten Sinne des Wortes mit Jens und Jörg Kasirske, die zurück in die Zone wollen. Aber auch von Winnetou und Ranger, der Kaiserin Sissy, der Crew vom Traumschiff Surprise oder direkt von der Wall Street in New York gibt es jede Menge Geschichten zu erleben. Der Weltraum. Wilder Westen. Eine bedrohte Monarchie. Und drei Männer in schicken Kostümen. Sissi. Franz. Warum gehen wir so selten gemeinsam in den Wald? Naja, weil wir jetzt im Schloss eine Toilette haben. So, da wären wir wieder. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Was sollen wir denn jetzt tun? Naja, wir könnten doch ein Dings fragen. Wen? Ja, der Dings, der mal mit dem Schwager vom... Herr Chef, wie heißt der denn jetzt? Also ich weiß nicht, wen du meinst. Bully Parade, der Film, geht 100 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab dem 17. August 2017 in den deutschen Kinos und nach Schuh des Manitou Traumschiff Surprise. Natürlich der Serie Bully Parade hat eben alles ringsherum um Michael Bully Herbig eine riesengroße Fangemeinde. Und deswegen freuen sich wahrscheinlich viele auch auf Bully Parade, der Film. Und eins will ich vorneweg sagen, wer die Filme mag, wer die Serie liebt, genau diese Art Humor bekommt man quasi wie konserviert im Jahr 2017 präsentiert. Sie ist hier und da relativ dämlich, manchmal auch bemüht, aber schnelle Gags und schnelle Pointen sorgen dafür, mit dieser massenhaften Anzahl an Wortspielen, wie man es eben gewohnt ist, von diesem Trio dazu, dass wenn man eigentlich sowieso diesen Stil mag, wieder eine ganze Menge Freude hat und zu lachen hat, hier und da ein Ticken zu bemüht, aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir erst immer über den Cast und im Kern geht es natürlich um Michael Bully Herbig, um Christian Tramitz und Rick Cavanian. Es ist eben dieses Trio, die so oft viel Freude schon vielen beschert haben. Mit Figuren, die wir alle kennen, bringen sie halt auf die große Kinoleinwand. Schaffen es dabei eben, Gefühle auferleben zu lassen, die einen fast noch mal ein bisschen kindlich fühlen lassen und neue Abenteuer zu erzählen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ist das alles noch zeitgemäß? Sollte man das anders aufbrechen? Und so versucht der Film auch manchmal hier und da ein bisschen hipper zu sein, auch Social-Media-Aspekte reinzubringen in die Erzählung des Films. Aber ich persönlich finde, es braucht das Ganze nicht. Es ist eben ganz oft, und das muss man sagen, so finde ich zumindest empfunden, schon ein bisschen dämlich und hanebüchen und albern, was die Witze angeht. Aber ich persönlich lehne mich zurück und habe das Gefühl, dass sind einfach Leute, die haben Spaß an dem, was sie machen, das Herz am richtigen Fleck und eine ganze Menge Leidenschaft. Und wenn man diesen Stil dann mit so viel Freude durchzieht, dann muss ich persönlich sagen, kann ich da niemandem böse sein. Ich habe hier und da herzlich gelacht, besonders im ersten Drittel. Im zweiten Drittel des Films mich dann noch relativ gelangweilt und hinten raus war es dann okay. Das war keine grandiose Komödie, aber irgendwie aus dem Mix, aus Erinnerungen, so ein bisschen Nostalgie mit rein und diesem einfachen Spaß, wo man schneller weiß, was einem erwartet, gepaart mit Humor, der nicht unter der Gürtellinie stattfinden will, sondern eher einen leicht künstlerischen Anspruch versucht zu haben und damit auch ein bisschen oldschooliger, hat mir das trotzdem einfach Freude gebracht. Und das habe ich eigentlich auch erwartet und deswegen war das für mich soweit auch okay. Ansonsten gibt es im Cast eine ganze Menge Gastauftritte, aber die kann jeder selber erleben. Da wollen wir nicht spoilern an dieser Stelle. Die Kameraarbeit ist recht wertig im gewohnten Stil aus dem Look, den wir aus der Serie kennen oder aus den Filmen. Da haben wir eben ähnliche Setups, sei es eben die Steppe, das Weltall, New York, die DDR. Alle Looks, die man so hat, werden entweder kopiert, übernommen und genauso wertig eingefangen auf der großen Kinoleinwand. Und das ist eben auch das, was man erwartet hat, beziehungsweise teilweise schon chargiert, wenn es darum geht, sich auch mal über J.J. Abrams Lensflare lustig zu machen. Das heißt, auch filmische Aspekte, was die reine Kameraarbeit und Co. angeht, werden auch als Instrument benutzt, um eben witzig zu sein und eben auch auf dieser Ebene Humor zu verarbeiten. Musik ist teilweise sehr bekannte Songs, damit auch da wieder Witz gemacht, wenn bestimmte Elemente eingesungen werden, die eigentlich Sounds sind, aber das könnt ihr auch im Kino selber erleben. Die Effekte sehen soweit okay aus und die Kostüme- und Make-up-Abteilung hat natürlich eine ganze Menge zu tun. Quer durch diese Welten und gefühlt manchmal Auftritte von 50 oder 100 Komparsen sorgen dafür, dass man unterschiedlichste Genre bedienen muss und das auch in der Kostümwelt, sei es der Italo-Western, sei es das Science-Fiction-Genre oder sei es eben der Look der 80er, 90er Jahre. Da hat man eine Menge zu tun, aber das wirkt alles eben stimmig an dieser Stelle und so ist es eben, wenn man mich persönlich fragt bei der Bully Parade, der Film, was ich gut finde. Es ist leidenschaftlich gemacht, es ist ja, konservierter Humor, es ist dämlich, aber liebevoll. Es ist teilweise sehr kurzweilig,
Und es ist irgendwie so eine Zeitreise, sowohl inhaltlich als auch im wahrsten Sinne des Wortes zurück in die eigene Erinnerung, dass der Humor nicht unter der Gürtellinie stattfinden will. Davon bin ich persönlich immer relativ großer Fan. Und dass man eben diesen Humor versucht, als ein Stück weit künstlerischen Ansatz zu nehmen und nicht irgendwie so Hau-drauf-Schenkelklopfer-Mentalität die ganze Zeit zu verbreiten, finde ich gut. Man merkt aber auch, und das muss man dann sagen, wenn man über das Negative redet, während der Film wirklich stark startet und ich Spaß dabei hatte, lässt der sehr nach. Und wenn man am Ende des Films eine ganze Armada an Outtakes präsentiert bekommt, dann lacht man sich da wirklich kaputt. Das lässt natürlich rückwirkend die Frage immer zu, warum fand ich jetzt die Outtakes mit am allerlustigsten? Das kann man schon ein bisschen kritisch betrachten. Und da merkt man auch, dass der Film teilweise sehr recht bemüht ist, aufgrund der Menge an Gags und der Schnelligkeit der Pointen doch lustiger zu sein, als er ist. Das war dann mein Empfinden. Lässt eben, wie gesagt, über den Verlauf des Films nach. Und wenn man jetzt nicht Fan ist von eben dem Schuh des Manitou oder der Bulli-Parade, dann kann ich mir vorstellen, kann einen das auch tendenziell eher nerven. Ich persönlich mochte eben diese Filme, ich mochte diese Zeit und ich mag Michael Bulli-Herbig als Filmemacher mit so einem grundleidenschaftlichen und sympathischen Ansatz. Und deswegen ist dieser Film auch in erster Linie für die Fans gedacht. Und ich meine, der Schuh des Manitou hatte, glaube ich, 12,5 Millionen Kinobesucher. Da gibt es eben doch schon eine ganze Masse, die das wahrscheinlich gerne sehen wollen. Für mich am Ende kann ich mir vorstellen, dass die Bulli-Parade der Film sehr polarisiert und sich da Meinungen jeweils an beiden Enden sehr stark wiederfinden. Ich fand ihn als Komödie, vor allem mit dem Ansatz, wenn ich weiß, wie ich da rangehen soll, sehenswert. Von mir bekommt er dann 7 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt ist er okay. Keine ganz große Nummer, aber schlecht ist auch wirklich was anderes. Und so bekommt er insgesamt 6 von 10 möglichen Punkten von mir. Und daran bin ich auch am Ende. Mit meiner Review zur Bulli-Parade, der Film ab dem 17. August, also diesen Donnerstag, in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.